Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Donut County. Wir befinden uns 999.999 Meter unter der Erde und wir haben den Polizeichef gelunzt in der letzten Episode, soweit ich mich erinnern kann. Und deswegen... Oh, oh, da ist er. Lebt er noch? Hol mir den Scanner. Jungs, ich könnte Ärger dafür kriegen. Trash King wird mir mein Tablet wegnehmen, wenn er das mitkriegt. Oh nein! Kriegst du da noch Hausarrest? Wird er dich und all deine Freunde dann auch in eine finstere Höhle werfen? Okay, okay, ich hab's kapiert. Possum, hast du irgendwas auf dem Scanner? Eine Sekunde. Ja, hab ich. Weiter Ärger im Raccoon HQ. Tag 3 der Demonstranten. Sie haben jetzt individuelle T-Shirts. das ist nicht. Donut County, Donut Shop, spurlos verschwunden. Die Ermittlungen laufen. Es wird nach einem Lieferwaschbären namens BK gesucht. Mist. Schalt's aus. Es muss doch Neuigkeiten über Pump geben. Bitte um Unterstützung auf der 405. Heißluftballon verursacht Stau. Das muss mein Pub sein. Ich hab's erst auf der 405. Ja, wir beeilen uns besser, BK. Die Bullen sind hinter ihm her. Die Bullen sind hinter mir her. Beruhige dich. Ist schon gut, Junge. Ich besuche dich auch im Gefängnis. Was? Ich bin eine echt gute Freundin. Aber zuerst müssen wir was abliefern. Au, das sieht schlecht aus. Die 405. Papp. Links klicke, um ein Loch zu öffnen. Oh, guck mal da, die kleine Ratte in ihrem kleinen Rattenauto kommt nicht weiter. Kleine Maus. Den Becher. Weg war er, ey. So, hier sind ein Haufen Raccoons auf der Autobahn und schauen Fernsehen, wie man das so macht. Im Megastau. Der Stauhelikopter ist auch da. Da sind noch ein paar Tabletts. Hier sind noch ein paar Tabletts. So, jetzt hier mal die Raccoons von den Stühlen rütteln. Na komm, runter da. Runter mit dir, rein ins Loch. Ich wollte schon immer mal einen Waschbären im Loch haben. Der gilt irgendwie noch nicht als geerdet hier, glaube ich. So. Oh, ein Koffer und eine Bowlingkugel. Alles so Dinge, die man braucht. Ein paar alte Klappstühle. Was macht er denn hier eigentlich? Versucht er da was zu reparieren? So, dann dürften... Ja, jetzt passen die Reifen. Sehr gut. Boah, ein Haufen Fernseher. Also langweilig wird uns im Loch auf jeden Fall nicht. Oh, gleich einen doppelten Fernseher reingesaugt. So, jetzt nur noch den Tisch hier aus dem Gleichgewicht bringen, oder? Oder so. Oh, Donuts! Donutregen! Endlich können wir die Donuts liefern, die alle bestellt haben. So, jetzt aber der Tisch hier, oder? Der gerät jetzt aus dem Gleichgewicht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Die haben ein Foto von ihm geschossen. Okay, warte mal. Ich schieß mal hier den... Ach so, ich habe seinen Donut gegen die Kamera getauscht. Brauchst du eine Kamera? Zack. Oh, oh. Der stürzt ab. Er stürzt ab. Oh, oh, Drohne. Drohne am Boden. Okay, jetzt kann ich einen Waschbären hier hochschießen, oder was? Das hat schon mal gar nichts gebracht. Ah, ich kann hier die Barrikaden einsaugen. Oh, oh, Waschbär am Ballon, Waschbär am Ballon. Ich habe immer noch die Kamera. Vielleicht den hier auch nochmal zum Absturz bringen. Ja, ja, bitte, rein. Okay, noch ein Waschbär. Okay, wir müssen die Waschbären an den Dings dranhängen. Dann machen wir hier mal noch ein Foto von dem mit dem Donut. Ich will meinen Donut zurück. Oh, er stürzt. So, wunderbar. Oh, Raccoon. Alter, was macht er da? Mit dem Enterhaken. Ja, her mit dem Haken.
Her mit dem Haken! Wie oft muss ich ihn flashen? Komm runter! Komm runter! So, doppelt geflasht hält besser, oder was? Oh! Okay, alles drin, alles aufgesaugt, alles wird gut. Den auch nochmal da dranhängen. Yes! Ja, ja, okay. Ja, ja, wir haben den Heißluftballon. Sehr gut. Oh! Der Stau löst sich. Der Stau löst sich. Leute, nicht alle auf einmal. Was ist denn los? Alter! Fahrt doch nicht alle in das Loch, ihr Idioten! Naja, okay, aber wir haben den Stau gelöst. Also, was soll's, ne? Aber wo sind jetzt all die Autos, die eigentlich hier unten sein müssten? Das weiß niemand so genau, ne? Da ist er doch! Pap! Zack. Pap, du bist in Sicherheit! Wuff! Okay, Pap, komm raus. Ich brauche diesen Heißluftballon. Ich steige auf, um uns zu retten. Das kannst du knicken, Alter. Alleine steigst du schon mal gar nicht. Sonst hast du auch einfach ab. Ich komme mit dir. Ich komme auch mit. Für den Fall, dass wir uns in den Hauptrechner hacken müssen. Alter, Possum ist ein krasser Typ. Nein. Ja, bloß nicht. Du bleibst hier. Wollt ihr einfach so los? Irgendeinen Plan? Ja, wir werden mit dem Anführer der Waschbären reden. Trash King. Wir werden in den Bosskampf ziehen, um ihn in den Hintern zu treten. Alter, du hast noch nie einen Bosskampf gewonnen. Diesmal musst du meiner Führung folgen. Vielleicht sollte man zuerst mal mit ihm reden. Wir werden es versuchen. Dann viel Glück. Danke, Coco. Coco the Crocodile. Alter. What? Raccoon City. Wow, unheimlich. Fühlt sich hier oben auch nicht viel anders an. Ganz so, als ob wir ersetzt wurden durch Waschbären. Was? Ich habe doch schon gesagt, dass es mir leid tut. Reiß doch nicht ständig drauf rum. Du denkst, es ist alles meine Schuld. Ich fühle mich schlecht, aber ich kann nicht rückgängig machen, was ich getan habe. BK, hier ist ein Tipp. Du fühlst dich schuldig. Ich gebe dir nicht die Schuld für alles, was Waschbären tun. Wollen wir noch Freunde sein? Ich schon. Aber wenn wir weiter Freunde bleiben wollen, mach deine Schuld nicht zu meinem Problem. Oh, und ja, wasch mein Auto. Und bade auch meinen Hund. Abgemacht. Okay. Da ist es. Raccoon HQ. Boah, schön sieht's aus. Es ist das Ding da oben auf dem alten Observatorium. Wow, sieht aus wie eine große Mülltonne. Ich weiß, cool, oder? Ich denke, es macht Sinn, dass Trash King dort lebt. Auf geht's. Wow, das stinkt zum Himmel. Benutzt sie vielleicht eine Art Umkehrlufterfrischer? Ach ja, trautes Heim. Okay, du solltest jetzt mal Trash King anrufen. Versuche ihn zu überzeugen, uns zu helfen, alles wieder in Ordnung zu bringen. Machst du witzig? Ich kann ihn nicht anrufen. Es wäre überaus unangenehm. Dann schreib ihm eine SMS. Na gut. Hey. Trash King? Hallo? Schreib zurück. Wer ist das? Sorry, neues Telefon. Ich bin's, BK. Ich arbeite für dich. Ich wollte mal fragen, ob es möglich ist, einige der Löcher rückgängig zu machen und den Leuten ihren Müll zurückzugeben. Wie er hier oben auf dem Ballon liegt, ne? Okay, egal. Kein Problem. Und, was sagt er? Es hat nicht funktioniert. Ich glaube, er ist sauer auf mich. Verdammt, Scheibenkleister. Weißt du, was Spaß machen würde? Ein Loch zu öffnen, um diesen Ort, Platz zu machen. Yep, dann nix hier ran. Ein Loch kommt sofort. Okay. Guck mal, da will einer gerade einbrechen, oder was? Was habe ich denn da für eine Waschbärenkanone eingesammelt gerade? Laptop, Koffer mit Inhalt. Hier, her damit, her damit. So, Kleinkram hier gesammelt. Okay, nun, wir haben es versucht. Tja, das war's dann wohl. Boah,
Possum, ich kann helfen. Possum, wir haben dir gesagt, dass du bei den anderen bleiben sollst. Stimmt, aber ich habe zwischen den Zeilen gelesen. Ich kann euch helfen, in das Sicherheitssystem des HQs zu kommen. Auf diese Weise könnt ihr dann ein Loch reinschmuggeln. Und wie hacken wir uns rein? Schließt das hier einfach an das Sicherheitssystem an. Wow, niedlich. Wir können das Katapult benutzen. Okay, hier geht nichts mehr. So, dann das Ding hier. Wahrscheinlich da dran. Oh, das Possum-Hack-Protokoll. Was blendet mich in den Augen? So, Raccoon HQ, der Trash King, sitzt hier auf dem Scheißhaus. Linksklicke, um ein Loch zu öffnen. So, Trash King, Alter. Jetzt mache ich das Grausamste, was man tun kann. Klopapier weggenommen. So, was zu trinken haben wir auch. Guck mal, hier, hier ist ein Loch im Loch. Das ist so crazy, oder? Loch auf Loch ist... Was ist das hier? Lab 1, Anthropologie, Labor, Alter. Was hat er hier für ein Headquarter, der Mann? Oh, Batterien sind da. Nehmen wir mal mit. Da ist das Security-System. Da ist die goldene Supertür vom Trash King wahrscheinlich. Hallo, guten Tag. Und schwupp. Na komm. Zack. Zack. So, jetzt haben wir hier einen Waschbären. Den können wir doch bestimmt da hochballern. Sehr gut. Haufenweise Kram und Batterien und... Was haben wir jetzt da? Was ist das? Eine rote Schlüsselkarte oder was? Ah, okay, warte mal. Da kommen wir doch hier mit. Sehr schön. Ins Biology Lab. Wie cool die das Spiel gemacht haben, oder? Biologisches Labor. Sehr viele Fragezeichen. Klicke links. Alter, was geht hier ab? Da kann man greifen. Hoch, runter. Trash King. Willkommen im Biologielabor, neue Rekruten. Donut County war die Heimat vieler unhöflich herumbrüllender Bestien. Niemand weiß warum. Die Tiere waren da draußen einfach so. Es ist unsere Aufgabe, den Zweck dieser nackten Kreaturen zu ermitteln. Seht, wie unsere Spitzenwaschbären die Fakten extrahieren. Oh ja. Oh ja. Lassen wir hier den Donut rein. Ja, Mikroskop. Schlange passt noch nicht ganz. Dann brauche ich noch einen Waschbären. Zack. So, und Schlange. Ah, und jetzt mit der Schlange kann ich ja jetzt hier... Okay, ich verstehe. Dann gehen wir mal hier rüber. Zur kriminellen Möwe und greifen die. So. Noch einen nach unten und einen nach links. Sehr schön. Okay, wir müssen alle Tiere retten, oder was? Ja, der Frosch, er ist kaputt gegangen. Sehr gut. Frösche zu haben ist toll. Da, das sieht aus. Oh, Häschen! Oh, Mist. Wir brauchen mehr Häschen, oder? Weil die Häschen, die können das Loch riesig rammeln. Ihr wisst, was ich meine. So, ist der Frosch jetzt schwer genug? Der Frosch wächst ja quasi mit dem... Ne, da müssen... Ah, hier sind noch Fliegen. Warum kann ich die Fliege da oben nicht einsammeln? Sehr gut. Dann hier die Fliege in der Ecke brauche ich noch. Ja, sehr schöne Fliege. Friss, kleiner Frosch. Friss, kleiner Frosch. Werde riesengroß. So, jetzt müsste es aber gehen hier, oder? Komm. Zieh. Zieh. Zieh, was du kannst. Wie, was war das? Yeah. Häschen. Häschen. Oh ja, oh ja. Die werden hier unten abrammeln. Die werden abrammeln. Sehr schön. Oh. Es ist riesengroß. Trash King, keine Panik. Es ist nur ein fehlgeleitetes Loch. Das ist aber buchstäblich ganz normal. Ich habe diese Notbeleuchtung eingeschaltet. Einfach so aus Spaß. Bitte füllt in den nächsten 5 Sekunden eure... füllt in den nächsten 5 Sekunden eure Verzichtserklärung aus. Oh.
Hasenangriff! Okay. Alles klar, linksklicke, um ein Loch zu öffnen. Jetzt muss ich die Häschen sammeln, oder? Achso, ich kann mir vorstellen, dass ich dann da in die Main Hall muss, weil da war noch eine blaue Schlüsselkarte versteckt. Aber dafür muss ich halt erst groß genug werden. Ey, wieso ist der wieder rausgeflutscht? Ah, guck mal, wer da ist. Zack. Da haben wir die blaue Karte. Blaue Karte bedeutet rein ins Labor. Hä? Oh. Wir müssen sie schon in den Schlitz reinpacken, ne? Alter, anthropologisches Labor. Bevor Waschbären hier ansiedelten, produzierten die Leute von Donut County vielerlei Müll. Wir glauben, dass jedes Stück Müll eine besondere Bedeutung hatte. Unsere Wissenschaftler studieren diesen Müll rund um die Uhr, sodass wir lernen können, eines Tages unseren eigenen zu produzieren. Mal sehen, was sie gerade machen. Ja, ja. Nichts machen sie gerade. Was ist mit diesem Helm? Passt der hier rein in mein Loch? Nein, noch nicht. Dann nehmen wir erstmal hier die Kleinigkeiten mit. Na komm, na komm. Ah, ja, ah. Rein. Sehr schön. Das hier, wunderbar. Oh, oh, ich werde immer besser. Ich werde immer besser, so. Dann hört bitte auf, hier Müll zu produzieren. Zack. Schreibtisch rein. Wunderbar, Feuertonne. Ah. Huh. Oh! Okay, keine Panik! Es ist alles in bester Ordnung. Wer auch immer Kontrolle über dieses Loch hat, sofort weg mit dir. Oh. Der Wassersprengler. Warte mal, kann ich jetzt nicht hier einfach... Ich habe mein Trampolin nicht aktiviert, ne? Dann machen wir doch mal hier elektrische Spannung. Das war's jetzt, oder wie? Kann ich das wieder loswerden, irgendwie? Okay, das ist das Feuerwerksding. Jetzt müssen wir uns hier leer saufen lassen. Jetzt müssen wir den Ofen aktivieren, jetzt. Und das Ding hier. Und wohin jetzt damit? Wo hätte ich denn das hinschießen müssen? Muss ich das da oben in den Kasten ballern, oder was? Versuche ich mal. Ich stelle mich jetzt mal hier hin. Gut, damit ist die Tour beendet. Achtung, Lochgefahr. Wir treffen uns in meinem Büro. Danke. Okay. Raccoon HQ. Trash King. Linksklicke, um ein Loch zu öffnen. Ja gut, da komme ich jetzt auch nicht mehr rein. Da komme ich auch nicht mehr rein. Also fahren wir mal hier lang. Warum ist die Musik so gemein? Naja, wir gehen mal rein ins Loch. Oh, Trash Kings Büro, Alter. Linksklick, um ein Loch zu öffnen. Schwupp. Schwupp. Da ist eine Toilette und ein Büffelschädel. Was...
also kleine lustige Donuts auf dem Boden verteilt. Er hat das Loch gefangen. Wow. Oh, da sitzt er auf einem Haufen Müll. BK, bitte sofort in mein Büro melden. Ich öffne dir allein den direkten Zugang. BK, wir haben eine dringende Angelegenheit zu besprechen. Wow, er hat meinen Namen gesagt. Bist du sicher, dass du mit ihm alleine fertig wirst? Er stinkt mir irgendwie. Ja, er stinkt definitiv, aber ich komme mit ihm klar. Ich habe darüber nachgedacht, was du so vorhin gesagt hast. Diese Schlamassel muss ich selbst ausbaden. Stimmt, aber du kannst mich trotzdem jederzeit um Hilfe bitten. Das weiß ich zu schätzen. Wünsch mir Glück. Brauche ich nicht, du wirst sie platt machen. Okay. Danke, du. Danke. Er hat direkten Zugang ins Büro, Leute. So, Trash King. Willst du eine Gurke? Nein, ich bin hier, damit du die Löcher rückgängig machst. Bring alle zurück. Wusstest du, dass du der beste Lochfahrer in ganz Donut County bist? Du bist berühmt, BK. Wow, echt? Stell dir vor, Junge. Vollzeit-Mitarbeiterstatus und Gesellschaftsaktien. Die Firma kümmert sich um alles für dich. Sie werden dir sogar den Hintern abwischen. Ich hasse es, mir den Hintern abzuwischen. Wenn du dich mir anschließt, kannst du dem echten Spielzeug der großen, kannst du mit dem echten Spielzeug der großen Jungs spielen. Oh, ein riesiger Quadcopter. Dem King Quadcopter. Er hat eine Zementkanone für schwere Bauarbeiten. Er ist der Pickup unter den Quadcoptern. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss dir noch eine Sache zeigen. Folge mir. Hey, Possum. Hast du eine Panzerfaust? Oder irgendwas, das einen Haufen Quadcopter in die Luft jagen könnte? Nein, aber ich kann meinem dunklen Netz nachschauen, wenn wir zurück sind. Vergiss es, vielleicht sind sie nur zum Spaß hier. Beeil dich, BK. Ich habe gerade zu tun. Gurken und Quadcopter. Da kommen die Löcher her? Krass. BK, diese Nerds im Heißluftballon halten dich zurück. Du musst lernen, dich selbst an erste Stelle zu setzen. Du musst zugreifen und die Gurke nehmen. Was, wenn meine Hand stecken bleibt wie deine? Ha, die steckt nicht fest. Ich könnte sie jederzeit rausziehen. Es soll dich nur inspirieren. Unterschreib hier. Wow, Filialleiter. Und ich bin krankenversichert? Ja, und krieg selbstverständlich einen nagelneuen Quadcopter. In Ordnung, gib mir den Stift. Dieses Geräusch. Es ist ein King Quadcopter. Wir müssen uns ergeben, Myra. Das Ding kann leicht unsere Ballon in die Luft jagen. Nicht, wenn wir ihn zuerst in die Luft jagen. Ich sagte doch, ich habe keine Panzerfaust und Trash King hat mein Hacking-Gerät. Wir werden ein Loch einsetzen. Vertrau mir, es wurde designt, um Dinge platt zu machen. Okay, was ist das jetzt? Ein Boss? Was macht er? Oh Gott! Muss ich mich irgendwie in die Luft sprengen lassen? Okay, ich darf mich davon nicht erwischen lassen. Zementkanone! Das ist die fiese Zementkanone. Na komm rein. Okay, okay. Phase 1. Oh, 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 oh. Nein, oh nein, 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 er hat mich getroffen. Kacke. Kacke. Ja gut, das heißt, ich kann ja jetzt gerade irgendwie eh nichts machen, oder? Ich war zu klein, ich war zu klein. Oh, Alter, der ist mega laut, der Quadcopter. Was ein fieser Bossfight, was ein fieser Bossfight.
Alter! Nein! Ah, nein, nein, nein! Oh. Sehr gut. Okay, zweiter Treffer, King Quadcopter. Oh Mann. Ah nein. Er ist so fies. Er ist so fies und gemein. Okay, und jetzt los. Jetzt los, hier lang. Da rum. Okay, wow. Gutes Ausweichmanöver. Oh nein! Boah! Boah, wir haben den Quadcopter erlegt! Wow! Wir haben ihn platt gemacht! Alles ohne BKs Hilfe, ich kann nicht glauben, dass er uns sitzen gelassen hat. Er hat uns verraten, das überrascht mich nicht. BK ist ein wahrer Kapitalist. Nun werde ich ihm in den Hintern treten. Ich repariere seinen Quadcopter und mache ihn dann wieder kaputt. Was war das? Oh nein, ey, King Quadcopter ist back. Er ist wieder da, diesmal mit Panzerfaust. Nicht fair. Jagt uns nicht in die Luft. Du dachtest, du könntest meine Löcher gegen mich verwenden. Ich bin der Trash King. Ich regiere hier. Ich habe diese App designt. Entschuldige, dass ich einen Ballon platzen lassen habe, aber dein Freund BK hat sich für die Gurke entschieden. Bis später, Nerds. Viel Spaß. BK, tut mir leid, dass ich zu spät bin. Ich habe mich nicht für die Gurke entschieden. BK, er hat das Hacking-Gerät. Wir können uns in den Quadcopter hacken und ihn auseinandernehmen. BK, nicht bewegen. Ich werde dich direkt in den Quadcopter katapultieren. Weich der Panzerfaust aus. Okay. Warte, lass mich nicht in die Luft fliegen. Okay, Possum-Hack-Protokoll. Alter, wie krass ist das denn? Was geht hier ab? Komm schon. Quadcopter, wir saugen ihn auf. Er hat keine Chance. Hier, den Raketenwerfer da rein. Oh, oh, das Loch wird zu heftig. Können wir das Loch überhaupt noch stoppen? Oh! Oh, oh. Oh, oh. Wo muss ich denn noch durchfahren? Alter! Das ist ein Tornado! Was ein Tornado! Wow! Wir haben alles weggesaugt! Ihr habt alles ruiniert! Ich denke, Waschbären packen es in Donut County einfach nicht. Falsch! Du packst es einfach nicht, Alter. Yeah, deine Firma stinkt. Du hast die Nachbarschaft ruiniert. BK, es geht nicht um die Firma. Denk an all die unschuldigen Waschbären, die hierher gezogen sind. Oh mein Gott, jetzt hör mal auf. Die Wahrheit ist, uns geht der Müll aus. Wir sind ursprünglich nach Donut County gekommen, weil ihr Abfall reichlich vorhanden war. Jetzt müssen wir immer mehr Löcher öffnen, um genügend Müll zu sammeln. Ich habe auf uns aufgepasst, Junge. Nein, hast du nicht. Du hast nur auf dich selbst aufgepasst. Dir ging nicht der Müll aus, dir gingen die Leute aus, die du beklauen konntest. Was soll ich denn machen? Ich habe jetzt nichts mehr. Bring alle zurück. Ja, und auch all unsere Sachen. Aber es ist so viel Arbeit. Ich müsste ein riesiges Katapult bauen. Wenn du es machst, verraten wir dir, wie du deine Hand aus dem Gurkengalaxis kriegst. Wirklich? Nein. So, ich glaube, es ist fertig. Okay, alle Mann, einer nach dem anderen. Los geht's.
Danke, Myra. Und BK, mach keinen Ärger mehr. Wuff. Bevor ich gebe, habe ich eine Bitte. Könntest du bitte keine Schlangen mehr da hochkatapultieren? Ich schau mal, was wir tun können. Nö, bis die Tage. So. Es war heftig, alle Mann. Nochmals, Entschuldigung, Leute. Ist schon gut, wir vergeben dir, Myra. Ja, dir aber nicht, BK. Hahaha, yeah, du stinkst. Hahaha, okay, dann tschüss und bis die Tage. Hey, Coyote, ich hab nachgedacht. Hä? Möchtest du einen Job in unserem Donut-Shop? Wir machen saubere Sache, ich verspreche es. Ja, das würde mir, glaube ich, gefallen. Coyote, aber ich bin dann dein Boss. Sonderbar, aber okay. Alles braucht seine Zeit. Wer weiß schon, wann sich alles wieder normalisieren wird. Ja, da wird sich so einiges vielleicht nicht nochmal anfühlen. Egal, wir lassen uns treiben und schauen einfach mal. Gut, sorry, ja, wegen dem Problem und so. Ist schon okay, pass auf dich auf, Myra. Myra, BK, klasse, wie ihr den Quadcopter in die Luft gejagt habt. Danke. Weißt du, ich dachte... Ich hoffe wirklich, du erzählst den Bullen nichts von meinem Sprengstoffgeschäft. Sie würden vermutlich schockiert sein, wenn sie wüssten, wer die 405 zerstört hat und all die anderen Sachen, die ihr in die Luft gejagt habt, wisst ihr? Ich sag's ja nur als Freund. Aha, okay. Nun dann, danke für die Drohung. Bis später. Ich habe einen Witz für euch. Kennt ihr schon den, wo der Waschbär dem Huhn ein Küsschen gibt? Kennt ihr nicht? Soll ich erzählen? Alter, ich werde deinem dreckigen Huhn kein Küsschen geben. Naja, das war echt... Yep. Eine echte Zeitverschwendung. So, danke, dass du mich mit diesem Frosch bekannt gemacht hast. Das ist ein cooler Frosch. Ziemlich cool. Denke mal, es ist alles gut geworden. Okay, du kannst mich jetzt hochschießen. Ja, okay. Ich dachte, er will noch irgendwas Wichtiges sagen oder so. Hey Leute, schaut mal im Cat-Zug vorbei. Ja, klar doch. Wirst du dich um das Ungeziefer kümmern? Weiß nicht. Die gehören ja irgendwie schon zum geheimen Zutaten. Süß. Du sollst ein paar Apfelkerne und eine Fischgräte reinwerfen. Mach einen Mülleintopf. Hey, klasse Idee. Ihr geht? Nein. Ihr geht? Weg mit dir. Oh, es tut mir leid, dass ich an dir gezweifelt habe, Possum. Schon gut, Myra. Du solltest nicht allen glauben, die dir was erzählen. Besonders nicht BK. Keine Sorge, ich werde ihm nie wieder vertrauen. Was? Nach all dem hier? Oh mein Gott, das war ein Scherz. Siehst du, man kann auf dieser flachen, hohlen Erde... Ja, wie auch immer, flache, hohle Erde, das Typ. Wisst ihr, es wird ziemlich lange dauern, bis ich euch vergebe. Ihr habt ja da alles Mögliche vermasselt. Es tut mir leid, Coco. BK, es tut mir auch leid, Coco. Willst du nächstes Wochenende immer noch an den Strand? Haha, ja, will ich. Zack. So, hey, Myra. Danke, dass du so cool zu mir warst. Und, dass du mir gezeigt hast, wie man gut ist. Und, für deine Geduld. Und, oh mein Gott, okay, das ist genug Lob. Na, keine Ahnung, vielleicht machst du es eines Tages wieder gut. Nachdem du meine Wäsche gewaschen hast, 100 Jahre lang, jetzt lobe mich! Nachdem ich so viel Zeit mit dir verbracht habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass du nur etwa 75% wie der Trash King stinkst. Du hast aber immer noch ein Bad nötig. Du liebst mein Gestank, tu ich nicht. Echt jetzt? Würdest du mir die Ehre erweisen, den Startknopf zu drücken? Gerne. Zu lahm! Hahaha! Oh. Ja, und nu? Was kann ich jetzt machen? Da fährt ein Typ mit dem Roller. Kann ich mit der Tastatur auch irgendwas steuern? Ja. Hier kann ich die Höhe, WASD, Raccoon, Route Call. Ah, jetzt können wir uns die Stadt angucken, oder wie? Ist das jetzt so eine Art Credits? So, die Musik. Guck mal hier, Chloe Lister. Der Raccoon, Ben Esposito. Ein bisschen Musik. Da geht's irgendwie gar nicht weiter. Da geht's hoch, da geht's runter. Hier geht die Straße entlang. Ja gut, das sind die Credits. Cool. Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Dies war ein wunderschönes Let's Play. So, fertig mit Fliegen. Die Quad kommt da schon und den Rest des Abspanns. Ja, bitte.
So, das war's dann auch, Freunde, mit dem wunderschönen Spiel Donut County. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Projekt wieder mit dabei. Und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Wie immer, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal reingehauen und auf Wiedersehen. Hallo? Seid ihr noch da? Okay, okay. Ja, krass. Augenblick mal, ich muss mal eben hier schauen. So, jetzt ist gut, oder? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob mein Mikrofon noch richtig eingestellt ist. Wollen wir uns noch ein bisschen Trashopedia anschauen? Alter, einige Wohnungen erlauben keine Haustiere, aber du kannst Fledermäuse halten und so tun, als ob sich das total stört. Ach, da haben wir aufgehört, oder? Hier liegt eine Menge guter Müll auf dem Rücksitz. Bürgersteig, Hundetour, Bürgersteig gehört. Das ist aber nicht so. Samen für ein Haus sind Ziegel. Kaktus, wenn man von einem Kaktus gestochen wird, wird man zum Kaktus. Okay, wusste ich gar nicht. Ein Stück Holz mit einem Salat drauf. Palme, kleine Fahne, erinnert dich daran, dass du keine Pizza isst. Okay, Ladenmüllcontainer, keine Erklärung nötig. Quadcopter kaputt, das überspringe ich besser mal. Bei dem Anblick werde ich nur traurig. So, benutze es, um Löcher zu erschaffen. Das Waschbär-Tablet natürlich. Versuch es zu essen, es sei denn, du hast Freunde. Okay. Einer von vielen Waschbär-Treffs, der Donut-Shop, die Vorderseite. Viele Löcher werden von hier aus geliefert, ne, vom Donut-Shop. Service-Glocke, klingel einfach. Ich würde mit einem Kaktus jederzeit Körper tauschen, ohne weitere Fragen. Okay. Was ist der Sinn des Lebens? Wen kümmert's, ob man einen Quadcopter hat? Der Anführer des Waschbären in Donut County ist der Trash-King. Lieferbildschirm, so weiß man, wer von einem Loch platt gemacht werden will. Seine Schutzhülle ist undurchdringlich, damit niemand weiß, was drin ist. Getränkedose, okay. Es gibt keine Donuts in Donut County. Der Waschbär-Laptop. Träumen Laptops davon, dass ihre Tasten rausfallen? Okay, Stehpult. Die Leute sollen nicht den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen. Sie sollen auf einem Pferd sitzen. Okay, die Tablet-Docking-Station. Sorgt dafür, dass dein Tablet immer aufgeladen ist, damit du dich nicht langweilst und nach draußen gehst. Wirklich seltenes Essen. Das D steht für deliziös. Hier lesen Vögel die Zeitung. Im Vogelkäfig. Knochen sind wie Zahnräder, aber für Tiere. Es bringt sie in Gang. Okay, es ist verboten, sie ohne spezielles Schuhwerk zu halten, die Bowlingkugel. Ja, das stimmt. So, Kerze, wirklich schlechte Version der Sonne, schmeckt aber ganz gut. Couch schmutzig, gut zum Schlafen. Suche in den Ritzen nach Essen, sofort, weil du sofort bereuen wirst, sie gegessen zu haben. Sofort Nudeln, ach so. Jemand war gemein zu dieser Katze. Die dämonische Katze, Alter. Der Schreibtisch. Die Schubladen sind voll und Notrationen und gefälschten Ausweisen. So, möglicherweise sehr gute Sachen drin. Schmutziger Müllcontainer, ne? Fisch im Beutel, ein schneller Snack inklusive Getränk. Taschenlampe. Wenn man ohne Taschenlampe eine gruselige Geschichte erzählt, wird sie wahr. Gut zum Schlafen, drauf oder drunter, der Gartenstuhl. Er schreckt Gras, um es klein zu halten. Ja, das macht der Rasenmäher. Ein geklautes Gesicht, deshalb sieht es so sauer aus. Okay, Masken sind der sicherste Weg, Emotionen mitzuteilen. Tu so, als wärst du ein Cooler. Jeder trägt eine Maske, nur nicht ich. Ein besserer Kühlschrank, weil er näher am Boden und damit leichter zu öffnen ist. Die Welt aus den Augen eines Waschbärs. Ne? Tagsüber darf er sich ausruhen. Standard-Geisterjäger-Ausrüstung, ne? Passungskamera. Sicherheitstresor. Es ist sicher anzunehmen, dass es etwas zu klauen gibt. Je heller die Farbe, desto besser der Geschmack, ne? Limonadenflasche, Tennisball, platt. Jemand muss das Spiel gewonnen haben. So, die Wildwasserbahn. Klarer Fall, keine Bahn auf stillem, sondern eben wildem Wasser. Wildwasserbahn, Kamera, so viele gute Erinnerungen. So, was für ein Monster wird eine Wildwasserbahn zerstören? Tja.
Wasserrad. Ist schon lustig, dass wir das Wasser nicht nur zum Leben brauchen, sondern auch zum Rutschen. So, Baukonus. Der Konus ist eine viel zu wenig genutzte und offen gesagt missachtete Form. So. Trag den, wenn sich die Webseite im Aufbau befindet. Wasserbomben helfen dir, das Rätsel zu lösen. Durch wie viele Reifen muss ich springen, um einen ganzen rohen Fisch zu gewinnen? Tja, das weiß man nicht. Wasserbomben sind ganz normale Ballons, die mit Boshaftigkeit gefüllt sind. Riesenrad, ein Pfannkuchen, den du fahren kannst. Das Riesenrad-Auto, pass auf, dass dir da drin nicht schlecht wird. So, ein sehr hässliches Kleid für Riesen, das Zirkuszelt. So, Schilder sind eine super Möglichkeit, den Leuten zu sagen, was sie tun sollen, ohne mit ihnen zu sprechen. Ja, das stimmt allerdings. Vergnügungspark, Mülleimer, ein Zuhause für gebrauchte Corndogs. Ein Prinzessinnenhaus. Prinzessinnen sorgen für ausgezeichneten Müll. Waschbär-Polizeiscanner sagt dir, wo die Verbrechen sind. Der Bohnensackstuhl lässt kein Stachelschwein drauf sitzen. So, ermöglicht jemanden grundlos zu verhaften. So, Ballons sind unhöflich zur Schwerkraft der Erde. Wenn du fragen musst, was das ist, solltest du nicht bei uns Waschbären arbeiten. Ey, wie viele kommen denn da noch? Ich muss mich mal eben hier... Ich war quasi schon aufgestanden. Da kam das auf einmal noch. Naja, das ist für die Geduldigen, ne? Das ultimative Statussymbol für Waschbären, der Quadcopter Gold. Verkehrsteile hält die Fahrspuren getrennt, damit sich die Autos nicht küssen. Zieh's zurück und schau, wie es abflitzt. Das Auto, der Morgenkaffee. Das Geheimnis guten Kaffees erschreckt die Bohnen. Du musst die Bohnen anschreien. So, können Autos ihre Beine nicht selbst heben, aber hiermit kannst du ihnen helfen. Ja, der Verkehrskegel, wenn du da reinschimpfst, kriegt es keiner mit. Wenn du da reinschimpfst, kriegen alle mit. Sofort Kamera, eine Kamera mit eingebauter Müllproduktionsfähigkeit. So, Oldtimer-Auto, ich suche nach Investoren, um mein Drive-In-Spukhaus zu finanzieren. Stell dir ein Spukhaus vor, das in deinen vollen Terminkalender passt. Okay, Landschaftsbauwagen. Das einzige Schwierige an der Gestaltung eines Dive-In-Spukhauses, wie erschreckt man die Autos? Ehrlich gesagt glaube ich, dass Autos vor allem Angst haben. Wir können schreien durch die Schalldämpfer, nur nicht hören. Wir können ihr schreien? Aha. Das ist das Ding, Leute. Bullen ein Auto. Ein Auto, das sich anschreitend dir zuzwinkert. So, reiche Leute benutzen ihre Autos nur einmal, bevor sie sie wegwerfen. Ja. Eine Partyzone für Ameisen. Banditennotiz, da steht oben links, unten links greifen. Oben links, unten links greifen. Okay, was das bedeuten? Toilettenpapier, feine Bettwäsche. Ein normaler Kaffee, nur mit feinen Schicht Badezimmerpartikel obendrauf. So, jemand hat hier erstmal einen Müll reingetan, jemand Wunderbares. Fütter damit deine Tür und sie ist nett zu dir. So, eine uralte falsche Nummermaschine, Mitarbeitertelefon, Schreibtisch-Sukkulente. Ein Kaktus, dem jemand grausam die Stacheln rausgerissen hat. Dieses Buch enthält Tipps und Tricks und Cheats für den Arbeitsplatz. Ein schmackhaftes, langanhaltendes Leckerli, das deinen Mund, aber nicht deine Hand zum Schmelzen bringt. So, kaputtes Mikroskop. Eine Röhre ins Nirgendwo. Ein leeres Stieleis. Quasi, ja. Ja, welcher? Eine Art Musikinstrument, speziell für Nerds. Eine Tasse, die man dir abstellen kann. Dieser Donut verdient wirklich seinen Unterhalt. Da sind überall Fingerabdrücke auf dem Bildschirm. Man sollte meinen, Wissenschaftler würden sich öfters die Hände waschen. Klemmbrett. Wissenschaftler tun nur so, als würden sie Notizen machen, aber sie zeichnen nur super coole Schädel. Benutzt es, um nackte Mikroben auszuspionieren. Ein Hotel für Tiere, nur hassen sie es. Okay. Diese Spaghetti wurden verhaftet, weil sie gemein waren. Ein kleiner und extrem hässlicher Vogel. Frösche tun ein paar fragwürdige Dinge, aber sie sind ansonsten perfekt. Ein schmutziger Vogel, der beim Klauen von Pommes erwischt wurde, ja, ja. Dieses Dreckstück hat Beine. Ein abgebrühter Krimineller ohne Charme, ja, der Laborhase. So, ein abgebrühter Krimineller mit wenig Charme. Zementblob, ein Luxusmöbelstück. Sprengt ein paar Sachen in die Luft. Sprengt viele Sachen in die Luft. Der Code des Hackers verlangt, dass man Hacken ein Haupt... Was? Dass man nach Hacken in einen Hauptrechner sagt, ich bin drin. Das ist eine goldene Hackerregel, ne? Das ist der Hacker. Manchmal, wenn eine Wolke die Toilette spült, gerät alles außer Kontrolle. Ja, das stimmt allerdings. Nun, ich bin jetzt wohl arbeitslos. Hoffentlich konntest du aus der Trashopedia was lernen. Aber ist mir ehrlich gesagt völlig wurscht. Habe ich mir größtenteils einfach ausgedacht. Das dachte ich mir. Trash King hat mir so gut wie nichts bezahlt, um das hier alles zu schreiben. Ach ja, LL. Danke fürs Spielen. Jetzt habe ich noch einen Erfolg bekommen, den Nerd. Cool. Schlüssel, Trashopedia, Levels, Abspann, neues Spiel. Okay, Freunde, jetzt ist aber wirklich Feierabend. 45 Minuten, super extra Sonderfolge. Na, wer da durchgehalten hat, frage ich mich. Freunde, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Reingehauen und ciao.